gar nichts gemacht. Er wollte doch nur seinen neuen Arbeitsspeicher einbauen. Der Bruder hat einfach einen Glitch in Real Life gefunden. Heute mal wieder ein entspanntes ASMR-Video. Oh, yeah, it's this one. Wenn die Lehrerin sagt, dass ich die Kapuze absetzen soll. BOW, du arbeitest im Dönerladen in Frankfurt. Mal sein Bruder, dass sein Vater vorgedrängelt hat. Und das wäre ich schon dein Vater. Also rede nicht. Sag mal, lang, der Vater bittet mit Autotune, kann man klagen. Doch, dein Vater pisst dich noch im Bett an. Du hast doch den Weg zum Scherhausbefehl, sei mal leise jetzt. Was passiert, wenn man Monster Energy auf einen Bildschirm kippt? Monster Energy Drink. Now watch what happens when I put this Monster Energy Drink on this TV. This is crazy, watch. Der Bruder hat kurz Schock des Lebens bekommen. Lifehack, wie ihr bei Fastfood-Restaurants nicht mehr bezahlen müsst. Lifehack. Are you tired of having to pay for fast food? Try this. Uber Eats. Ihr Freund ist einfach so ein Ehrenloser. Oh mein Gott. Fick dich. Mach die scheiß Kamera aus. Gib mir meine Schuhe. Ich kann nicht mehr. Wenn man dachte, beim Alarm passiert nichts. In fact, everybody, if you guys hit the alarm button. Stop, dude. This is a nice hotel. Nice hotel. Nice hotel. All it does is make an alarm noise, but nothing actually happens. It's a nice hotel. Because it's just an alarm. Alright, guys. Der Bruder hat einfach Spätrun im Nachhausegehen gemacht. Wer bei diesem Clip lacht, ist offiziell gottlos. Der Moment, wenn sie endlich gegangen ist. Thanks for coming. Yeah, thanks for having me. Yeah, thanks for me to get home safe or something. Damn. Dieser Typ öffnet einen Furz auf dem Jahr 2016. Hey there, Internet. This is a fart that I bagged back in 2016. And I'm gonna go ahead and give it a whiff. Hier seht ihr Firmen, die ihre Produkte an Tieren testen. Prank-Bros-Videos, B-Like. Peace, Leute, ich bin Semir. Ich bin Zana. Und heute prank ich meinen Bruder. Ich muss aber aufpassen, er darf das nicht mitkriegen. So, Leute, mein Bruder schläft jetzt tief und fest. Er schläft tief und fest. Er kriegt nichts mit. Er ist schon am Schlafen. Okay, ich muss schnell machen, bevor er das mitkriegt. Wir tätowieren ihn jetzt.
Junge, das ist so viel. Wie kann ein Mensch so einschlafen? What the fuck? Yo, David. 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 Did you take my food? Der Bruder dachte kurz, er ist der Auserwählte. Bro, was zum Teufel geht in der Antarktis ab? Wenn man unbedingt einen zweiten Bildschirm möchte. This is all I got. This is all I got. So befreit man sich im Auto, wenn man gefesselt wird. 3, 2, 1, go. Okay, fingers in. Okay, seatbelt comes off. There we go. Loop in. Okay, now with my other hand, I'm gonna kick the seat back and I'm gonna open the seat. I'm gonna open the door, okay? 3, 2, 1. All the way down. I'm out. And I can escape freely, okay? Two fingers. Seat down. POV, dein Vater erwischt dich bei Chakalaka. Der ist ja wirklich so klein. Sind das nicht mal Spaß oder was? Oh! Ah! Mit deinem Cousin auch noch! Große Scheiße, oder? Stehst du bitte auch, kleine Prinzessin, ja? Gehst du raus? Ja. Deine Papi, sage ich auch, oder? Okay. Gehst du raus? Idiot! Hotel Section in meiner Hose! International Penner, okay, alles gut, verstanden, oder? Aber warum Rotlicht in meinem Haus? Großes Problem! 2 Stunden Therapie jetzt! Hä? Idiot! Daddy, chill. Ohne was für Daddy! Der Ehrenlose gibt ihm einfach 6 Cent Trinkgeld. 20 Euro und 14 Cent bitte. Alles klar. Gib den alles auf einmal aus. Nee, schönen Abend. Danke euch, Herz. Wenn der Lehrer mich fragt, wo meine Hausaufgaben sind. Nee. Vielleicht kommen die noch. Ja, die kommen. Ja. Meine letzten 2 Gehirnzellen während der Mathearbeit. Der Bruder am Ende wurde einfach zum Drucker. Of course you leave her, you're so shit. Newcomer, dem Mann gehört haben muss, Part 27. Und in der Schule hab ich viele Freunde und du bist eine davon. Wir sind Freunde, ich bin nicht mehr in dich verliebt und das weißt du auch. Gönnt euch mal den neuen Style von unserem dritten Minister. Der Arme hat sich leider im Auto getäuscht. Ha? Блядь. Перепутал. Immer wenn man seiner Mutter eine interessante Frage stellen will. Okay Mama, wenn du ein Tattoo machen müsstest, was würdest du für ein Tattoo machen? Ich will gar kein Tattoo haben. Ja, aber wenn du müsstest, wenn du ein Tattoo machen müsstest, was würdest du machen? Ich bin gegen Tattoos, ich will keine Tattoos machen. Ja, aber wenn dich jemand zwingt, wenn jemand dich zwingt, ein Tattoo zu machen, welches Tattoo würdest du machen? Wieso sollte mich jemand zwingen, ein Tattoo zu machen? Ich darf selber für mich entscheiden, ob ich ein Tattoo mache. 1:1 ich als kleiner Junge im Supermarkt. Ich hab immer was.
Wer von denen hat den lautesten Schrei? Also. Niemand. Dieser eine Typ auf der Hausparty. Die Jungs haben Subway Surfers einfach studiert. Wenn man nicht für das extra Gepäckstück zahlen möchte. Nobody's gonna know. They're gonna know. How would they know? Wenn man nach dem einzigen Roller in seiner Umgebung sucht. Der Wellensittich spielt mit seinem Leben gerade. Ich als Kind, als ich das erste Mal Minecraft gespielt habe. Stefan soll sich endlich gesund ernähren. Nein, Stefan, nein! Stefan! Danke, Stefan, danke! Wie ich mich fühle, nachdem ich 5 Minuten Sport gemacht habe. Brat! Bin der Meister draußen Windbruch, Brat! Er wollte doch nur ganz entspannt den Rückwärtsgang einlegen. Yo. Versuche dich nicht zu erschrecken, Challenge. Try not to get scared, Challenge. Ready? Yeah, sure. Einfach jeder Vater am Strand ist gleich. Alle Minecraft-Spieler von früher werden das hier fühlen. BOV, diese eine Hilfsorganisation klingelt bei dir. Einen schönen guten Tag, wir sind von der Hilfsorganisation KevUni. Wir helfen Kindern und Babys in Not. Ja? Sind Sie bereit zu helfen? Wo sind Ihre Schuhe erstmal? Die habe ich gespendet an Babys. Okay. Ja? Sind Sie bereit zu helfen, ja oder nein? Ja, klar, immer. Perfekt, dafür müssen Sie lediglich diesen Vertrag unterschreiben. Was? So viel? Das ist doch nicht viel, das ist ein Schnäppchen. Und was, wenn ich es nicht mache? Wie, wenn Sie es nicht tun? Ja, wenn ich nicht spende. Dann tragen Sie dazu bei, dass dieses Kind hier leidet. Sind Sie bereit, Ihre Niere zu spenden? Nein, wieso? Auch nicht. Gut, dann ist das Beihilfe zum Mord. Ich hab gar nichts gemacht.